Hallo zusammen, Michi ist wieder heute Lan. Heute bin ich wieder für euch in The War Within unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Rufguide präsentieren. Wir wollen uns heute zusammen die vier Hauptruffraktionen aus The War Within anschauen und zwar Rat von Donegal, der Konvent der Tiefen, Arati von Heilsturz und die durchtrennten Fäden. Alle diese vier Fraktionen können wir auf eine Stufe von 25 maximal bringen und dann gibt es noch eine kleine Besonderheit und zwar die durchtrennten Fäden. Dort ist es so, dass es drei Unterfraktionen gibt und bei diesen Unterfraktionen ist es so, dass wir insgesamt quasi 9 verschiedene Rufstufen haben. Die höchste, die 9. ist dann Strippenzieher und immer wenn ihr eine von diesen Unterstufen abschließt mit einer von diesen drei Unterfraktionen, kriegt ihr quasi eine volle Ruhmstufe bei den durchtrennten Fäden. Es ist glaube ich auch so, dass du hier für die Unterfraktionen immer 2500 Ruf brauchst. Und wenn man die alle auf Max hat, dann hat man eigentlich auch automatisch die durchtrennten Fäden auf der maximalen Ruhmstufe. Genau, so viel zu dem. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die verschiedensten Aktivitäten an, die wir absolvieren müssen, um dementsprechend den Ruf zu erhöhen. Beziehungsweise vielleicht noch ein kleiner Einschub davor. Es gibt auch Achievements für das Ganze. Und zwar, es gibt sowohl ein Achievement für Rufstufe 15 und dann auch nochmal für 25 und das bei jeder Fraktion. Und theoretisch gibt es auch noch Achievements für die Unterfraktion und wenn man alle Fraktionen auf Max hat, die buggen aber gerade, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe die ganzen Fraktionen und die werden trotzdem nicht angerechnet, also falls das bei euch auch der Fall ist, ist es wie immer in der Expansion, einfach ein bisschen warten, irgendwann wird Blizzard schon die ganzen Sachen fixen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir rein, wo wir den Ruf kriegen. Als allererstes würde ich sagen, schauen wir uns die Sachen an, die bei allen Fraktionen relativ gleich sind. Und zwar das erste, was ihr machen solltet, ist einmal die Kampagnenquest, ne? Je nachdem, welche Fraktion ihr braucht, müsst ihr natürlich woanders questen. Aber grundsätzlich solltet ihr mal die komplette Kampagne durchquesten und dann danach auch die Sidequests machen. Die Sidequests sieht man nicht so gut wie die Kampagnenquests. Manche sind vielleicht auch ein bisschen blöder zu finden. Da kann ich euch empfehlen, das Add-on Older Things. Da kann man sich alle möglichen Sachen anzeigen lassen und findet dann auch dementsprechend die Sidequest-Spots. Dann kann man sich das auf der Map quasi rausziehen und hat dann so kleine Pings auf der Map, wo jetzt welche Quests weitergeht. Gibt natürlich auch viele andere Add-ons, die ihr dafür nutzen könnt. Ich nutze das quasi auch unter anderem für das und halt fürs Collecten an sich. Genau, wenn ihr die Sidequests auch gemacht habt, dann können wir weitergehen zu World Quests. Bei World Quests ist es so, die bringen wie auch die Kampagnen und Sidequests immer Ruf für die jeweilige Zone. Also wir haben jetzt einmal die Insel von Dorn, da bringen alle Sachen immer Ruf für Rat von Dornigal. Dann haben wir als nächstes die Schallenden Tiefen, da kriegt ihr immer Ruf für das Konvent der Tiefen. Dann haben wir Heilsturz, da kriegt ihr quasi Ruf für die Arati von Heilsturz und die durchtrennten Fäden. Die letzte Fraktion, das ist halt alles, was in Ash-Kahed spielt. Ihr könnt die World Quest noch ein bisschen erhöhen im Ruf, indem ihr euch einen Vertrag draufhaut. Und zwar gibt es da für jede Fraktion einen Vertrag in verschiedenen Qualitätsstufen. Und naja, das Höchste, was ihr holen könnt, ist quasi Qualitätsstufe 3. Und diese Qualitätsstufe 3 bringt euch 15 mehr Ruf pro abgeschlossener World Quest. Da können wir jetzt mal gucken. Also wenn wir jetzt hier schauen, gibt es halt hier verschiedenste Verträge. Wo haben wir sie? Hier zum Beispiel von Arati von Heilsturz, die werden jetzt aktuell auch immer günstiger, ne? Und dann kriegt ihr pro World Quest dann 15 Ruf. Und das ist übrigens bei jeder World Quest dann in jeder Zone. Also selbst wenn ihr jetzt, sagen wir mal, in der Schallenden Tiefe eine World Quest macht, kriegt ihr die 15 Ruf für den Vertrag, den ihr ausgesucht habt. Das Ganze ist auch Battle.net-Account-weit oder Kriegsmeuten-Account-weit, wie es jetzt neuerdings heißt. Und ihr habt den Vertrag dann mit allen Chars drauf. Ihr bekommt aus jeder Quelle aber nur einmal den Ruf. Also wenn ihr eine Side-Quest macht mit quasi Char A, bekommt ihr, wenn ihr dieselbe Sidequest macht und der Ruf gibt, nur einmal den Ruf. Selbiges ist auch bei den World Quests der Fall. Also ihr müsst eigentlich nur alles mit einem Char machen. Ihr könnt aber auch die eine World Quest mit Char A machen, die andere World Quest mit Char B und die dritte World Quest mit Char C theoretisch. Selbiges bei Sidequests und theoretisch auch bei der Kampagne, ne? Also da bleibt sich das gleich. So viel zu den World Quests. Vielleicht noch eine kleine Randinformation. Die World Quests kommen alle paar Tage, beziehungsweise manche kommen auch täglich. Zum Beispiel die Pet Battle World Quests, die sind nur immer an einem Tag da. Seht ihr, das ist jetzt noch 6 Stunden aktiv. Die hier ist jetzt noch 18 Stunden aktiv. Und viele andere World Quests, die sind jetzt 3 Tage, 2 Tage, also die kommen alle paar Tage. Die PvP und Pet Battle World Quests, die kommen wirklich täglich. Also wenn ihr das Maximum mitnehmen wollt, müsst ihr täglich nach euren World Quests gucken. Zusätzlich, was ich ja eben gesagt habe, die PvP World Quest, die könnt ihr aktivieren, wenn ihr den Kriegsmodus aktiviert.
Und dann müssten wir die auf der Map sehen. Seht ihr, hier unten haben wir eine. Die bringt natürlich genauso viel Ruf wie die ganzen anderen. Ich glaube, 50 oder 75 Ruf hast du für eine World Quest gekriegt. Und auch die kannst du natürlich dann nochmal nutzen, um hier mit dem Vertrag extra, extra Ruf zu kriegen. Es sind halt zwei pro Tag, also in einer Woche sind es halt 14 PvP-Worldquests, ne? Müsst ihr euch halt überlegen, das sind halt schon auch einige. Und ihr müsst da nicht unbedingt PvP spielen, sondern ihr könnt auch Mobs umhauen, um einfach den Balken aufzufüllen, ne? Ihr müsst aber euch bewusst sein, dass da auch andere Spieler sind, auch von der eigenen Fraktion, die euch umboxen können. Genau. Wenn wir jetzt hier gerade schon bei den PvP-Worldquests sind, ihr könnt noch zusätzlich PvP-Quests annehmen, wenn ihr im War-Mode seid. Und zwar ist das hier unten auf den Koordinaten 58, 74 und dort ist quasi ein NPC und der gibt uns verschiedene Quests, ne? Zum Beispiel 12 Runden gemischtes Einzelspielen, das bringt auch Ruf-Tokens. Das sind immer unterschiedliche, die switchen auch durch. Oder hier haben wir eine, müssen Marina-Geplänkel machen, gibt es auch Ruf-Token. Oder dann haben wir hier noch eins, da müssen wir dann im aktiven Kriegsmodus 100 von diesen Funken holen. Da gibt es auch nochmal 250 Ruf. Übrigens, selbst wenn ihr ein reiner PvE-Spieler seid, nehmt die Quest an, macht den War-Mode an und sammelt einfach nur Kisten oder macht World-Quests im War-Mode und kriegt ihr diese Funken auch. Theoretisch kriegt ihr die, wenn ihr Spieler tötet, aber ihr könnt auch einfach nur rumfliegen und Kisten aufmachen oder auch die World-Quests, die bringen die auch. Rares sind da, glaube ich, auch welche drin. Also ihr müsst hierfür kein PvP machen und könnt es trotzdem mitnehmen. So viel nur an dem Rande. Es muss aber immer der War-Mode quasi eingeschaltet sein, sonst funktioniert das nicht. Wir machen jetzt mal hier wieder aus, das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt haben wir die zwei Quellen auch weg. Dann können wir als nächstes schauen. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit, dass ihr Schätze aufmacht. Ich mache die jetzt mal hier einmal an. Das sind diese hier und die bringen jeweils, je nachdem in welcher Zone ihr sind, für die Zonenfraktion immer Ruf. Und da ist es so, dass das ja irgendwie 10, 15 Schätze oder so pro Zone sind. Die bringen alle immer 150 Ruf und die könnt ihr nur einmalig holen, beziehungsweise auch nur einmalig auf dem Account bringen. So Ruf könnt ihr theoretisch mit mehreren Chars immer wieder holen, ne, mit einem neuen, aber es bringt nur einmal Ruf, wie halt alle Sachen. Und ja, das summiert sich tatsächlich zusammen. Ihr könnt da, wenn dann, Handy-Notes und Handy-Notes der War Within nutzen, wie ich das jetzt hier mache, oder ihr schaut mein Video an, das ich auch zu den Schätzen gemacht habe. Da, wenn ihr das lieber anguckt, dann könnt ihr da auch reinschauen. Genau, so viel zu den Schätzen. Die nächste Option ist dann noch Rares zu töten. Und zwar seht ihr, die verschiedenen Rares bringen auch 150 Ruf. Und es ist hier so, dass die nicht einmalig sind, sondern wöchentlich. Also quasi jede Woche erneut könnt ihr die ganzen Rares töten. Und das summiert sich zusammen. Das sind relativ viele Rares, wie ihr hier seht, in dem Gebiet. Und wenn ihr die einmal umhaut, jeder bringt 150 Ruf. Das ist locker auch mal eine Ruhmstufe, die ihr einfach nur wöchentlich über die Rares zusammenbekommt. Ich kann empfehlen, hier auch das Add-on Handy Notes und Handy Notes der War Within zu laden. Ihr seht, einige Ruf habe ich schon erhalten, ne? Also da steht immer erhalten dran. Und der Totenkopf wird jetzt hier so in dem lila Ton angezeigt. Und das habe ich noch nicht erhalten, also das fehlt. Und darüber sieht man immer relativ schön, ah, welchen habe ich noch nicht umgehauen für die Woche. Und da könnt ihr dann dementsprechend jeweils den Ruf mitnehmen. So viel zu dem. Dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt die Spezialsachen an, wo ihr noch extra Ruf kriegt. Und zwar eine Geschichte, wo ihr ein bisschen extra Ruf bekommt, die ich jetzt aber die Woche schon gemacht habe, aber ich kann es euch trotzdem mal zeigen. Extra Ruf gibt es zum Beispiel über die Dungeon Quest. Die Dungeon Quest nimmt ihr immer bei dem hier an. Die bringt, glaube ich, 1500 Ruf und da müsst ihr halt ein Dungeon in der War Within laufen, ein spezielles. Das kann auch ein Normal Dungeon sein, ne? Und dann könnt ihr euch für eine von der War Within Fraktion quasi 1500 Ruf aussuchen. Zusätzlich gibt es immer noch eine Weekly Quest, die hat, glaube ich, auch ein bisschen Ruf zumindest gebracht. Da müsst ihr dann, wenn dann wenn dann von Rares so Funken sammeln oder ihr habt eine Auswahl, dass ihr eins der Special Events laufen könnt oder ich glaube 6 World Quests, also dieses jede Woche ein bisschen anders, was ihr dafür quasi machen könnt. Das sind aber auch wöchentliche Quests, genauso wie diese PvP-Quests, die ich euch vorher gezeigt habe. Dann gibt es in jeder Zone eigentlich noch einen Spezialevent, wo ihr auch nochmal Ruf kriegt. Und zwar das Spezialevent in der ersten Zone, Insel von Dorn, ist einmal die Theatertruppe. Bei der Theatertruppe ist es immer so, dass zur vollen Stunde quasi das Theaterevent stattfindet. Und hier könnt ihr die Quest annehmen, direkt hier bei ihr hier, bei der Huberta.
Und das ist eine einmalige Weekly Quest. Da gibt es dann auch eine Kiste mit ein paar Belohnungen drin. Und ihr bekommt, glaube ich, 1500 Ruf, wenn ihr das abschließt. Einmalig pro Char könnt ihr das in der Woche machen. Und den Ruf gibt es aber nur einmal auf dem Battle.net-Account. Ne? Die Kiste, die gibt es dann auf jedem Char für die Belohnung. Aber den Ruf gibt es dann halt auch wieder nur einmalig. So, als nächstes sind wir jetzt in den Schallenden Tiefen. Und zwar in Gundagatz. Und hier ist es so, dass ihr dann nochmal zusätzlich ein Event hier in der Zone habt. Und zwar ist das Erweckung der Maschinen. Und hier gibt es quasi hier hinten in dem Gebäude auf den Koordinaten 47, 35 zwei Weekly Quests. Einmal gibt es eine Weekly Quest, dass ihr dieses Maschinen-Event auf 20 Wellen abschließt. Das müsste bei ihm hier sein. Und zusätzlich hat er noch eine Quest, dass ihr 10 von diesen Klumpen sammeln müsst, ne, die überall rumliegen. Und das sind so Wachsklumpen. Für die Maschinenquest gibt es auf jeden Fall 1500 Ruf. Also die solltet ihr jede Woche einmal mitnehmen. Da gibt es übrigens auch einen Mount unter anderem zu holen. Und dann müsst ihr einfach mit ihm hier quatschen und das Event starten. Und ich meine, diese Wachsklumpen, die ihr dann aufsammeln müsst, die haben, meine ich, auch Ruf gebracht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das auch nochmal über 1000 waren. Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber da müsst ihr halt einfach solche Sachen aufmachen. Ne? 10 Mal vorher die Quest annehmen und dann abgeben. Ne? Also könnt ihr jetzt hier so einen Kollegen umboxen und die droppen ja dann diese Wachsdinger. Genau, hier dieses seltsame Wachsklumpen, genau. Und das ist auch schnell gemacht, das in 5 Minuten hat man die 10 Wachsklumpen zusammen. Also falls das jetzt nicht ganz klar geworden ist, ne, hier in der schallenden Tiefe, das bringt natürlich für die zweite Fraktion den Ruf, für das Konvent der Tiefen und das Theater-Event für Rat von Donegal. Und jetzt sind wir in quasi Heilsturz und hier kriegen wir für die Aratio von Heilsturz den Ruf. Und zwar... ne, die anderen Sachen, die ich erklärt habe, sind natürlich alle die gleiche. Rares, Kisten, World Quests und so weiter. Und hier haben wir jetzt ein Zusatzevent und zwar Verbreitung des Lichts. Und da ist es so, dass wir den Ruf kriegen, indem wir 4 Schlüsselflammen aktivieren. Das sind diese hier. Und jetzt kann ich mal gucken, ob ich noch irgendwo eine habe, die ich nicht aktiviert habe, dass ich das euch so ein bisschen zeige. Da ist quasi auch so eine Art World Quest, ne? So ein großes Symbol und ihr müsst einfach halt hier diese Schlüsselflammen, diese strahlende Überbleibsel quasi einstecken und dann kriegt ihr dementsprechend hier, wenn ihr 4 aktiviert habt, 1500 Ruf und so eine Kiste. Ne? Also ihr merkt schon, das zieht sich durch, es gibt in jedem Gebiet eine Special Quest. Und wenn ihr diese Schlüsselflammen aber aktiviert, ist es so, dass ihr eine Weekly-Quest kriegt. Und diese Weekly-Quests bringen immer 200 Ruf. Dafür müsst ihr halt irgendwelche Sachen machen. Die switchen tatsächlich auch durch. Da gibt es auch unter anderem ein Achievement, das ihr alle von diesen Quests mal macht. Und es gibt hier verschiedene Spots. Ne? Ich fliege die jetzt mal kurz ab. Also, hier haben wir den ersten am Wasser. Dann den zweiten haben wir quasi hier in dem Gebäude. Ne? Also, da ist auch noch eine Schlüsselflamme. Dann haben wir hier am nächsten Gebäude noch eine. Dann unten haben wir auch nochmal eine. Waren jetzt schon 4. Dann haben wir hier Nummer 5. Oh, jetzt ist mein Elan ein bisschen erschöpft. Warte mal, wir können mal kurz den Flugstil wechseln. Ich meine, es müssten 8 oder 9 sein. Also das war jetzt Nummer 6. Dann haben wir da oben Nummer 7, also die können wir auch noch aktivieren, die bringt auch nochmal 200 Ruf. Und dann sind noch 2 ein bisschen weiter außerhalb, ne? Also die waren jetzt alle hier auf den Feldern und 2 haben wir einen Ticken außerhalb. Und zwar hier an dem verfallenen Gebäude haben wir noch eine dran. Also hier. Da kommt dann auch noch ein NPC. Und das letzte ist hier hinten. Und zwar kommt da kein NPC, sondern ihr kriegt direkt hier die Quest, ne? Also, das ist die letzte. Und die könnt ihr, wie gesagt, auch einmal wöchentlich machen zu den anderen Events. Deswegen, Heilsturz ist eigentlich die Fraktion, die ihr am schnellsten hochkriegt. Also, es war zumindest bei mir so. Deswegen würde ich euch nicht empfehlen, dass ihr da die Dings nehmt, den Vertrag. Übrigens, hier spawnen auch sehr, sehr viele Rares. Die meisten Rares spawnen tatsächlich, wenn die Schlüsselflammen auslaufen. Also wenn ihr hier die Rares farmen wollt, immer wenn die Schlüsselflamme ausläuft, also die großen, dann spawnt ein Rare. Also da könnt ihr dann auch ganz gut den Ruf mitnehmen. Vielleicht ist das Wissen für den einen oder anderen interessant. Manche Rares muss man hier auch mit bestimmten Items spawnen lassen. Zum Beispiel gibt es eins, wo man hier ein Item kaufen muss, auch für 3 von den Marken. Und dann kann man auf dem Feld da drüben... Also ich zeig's mir nochmal auf der Map, das ist das Ausrefeld. Da muss man dann so Wurzeln rausziehen mit dem Item und dann spawnt hier einen Rare. Der bringt natürlich auch Ruf, wie die ganzen anderen Rares.
Und das letzte, was wir haben bei den durchtrennten Fäden, könnt ihr einmal im Nest der Weberin hier auf den Koordinaten 54, 40 eine Weekly Quest auswählen. Dann habt ihr nämlich hier bei dem NPC immer die Möglichkeit, einen von den drei Pakten auszuwählen. Und es ist so, dass ihr dann 1500 Ruf bei nur einem der Pakten kriegt. Ne? Also ihr kriegt da nicht bei allen das, sondern halt den Pakt, den ihr auswählt. Ich würde da empfehlen, immer den Pakt auszuwählen, den ihr halt am niedrigsten habt, um da die extra Rufpunkte zu holen. Da ist es eigentlich, ich glaube, immer so, dass ihr einfach nur einen Balken auffüllen müsst und diesen Balken füllt ihr, indem ihr quasi Aktivitäten in der Zone macht. Könnt ihr die Rares umhauen, wenn ihr sie eh noch braucht. Könnt ihr die World Quest machen, ne? Oder verschiedene so kleine Events abschließen. Da gibt es auch so Spinnen, die ihr auf der Map findet. Und dann müsst ihr so kleine Aufgaben für die machen. Die bringen, soweit ich weiß, keinen Ruf. Aber zumindest für den Balken Punkte. Und dieses K oder Cash, ne, könnt ihr da quasi ein wenig farmen. Genau, das sind jetzt soweit die Möglichkeiten, euren Ruf zu erhöhen. Zusätzlich haben wir dann noch die Möglichkeit, über Delphs Ruf zu kriegen. Und zwar über die großzügigen Tiefen ist es so, wenn ihr am Ende einen Schlüssel benutzt, also restaurierter Kassenschlüssel, könnt ihr über großzügige Tiefen mit einer gewissen Chance Ruf für alle von den vier Fraktionen kriegen. Und zwar ist das eine Einmal-Sache pro Woche. Ne? Es sind, glaube ich, 1200 oder 1250, irgendwie sowas um den Dreh rum. Und wenn ihr einfach ein paar großzügige Tiefen lauft mit verwendeten Schlüssel, kriegt ihr eigentlich nach ein paar Delves für jede Fraktion einmal 1200 irgendwas Ruf nochmal zusätzlich. Genau. Das war es dann, glaube ich, soweit an den Rufquellen. Sollte ich jetzt noch irgendwas vergessen haben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, helft der Community so ein bisschen weiter. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ruffarmen und drückt uns mal allen die Däumchen, dass Blizzard hinkriegt, mal das Zeug hier zu fixen, dass wir die ganzen Achievements noch kriegen. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.